Ich hoffe, also falls es jemanden unter euch gibt, der ein Hollister-T-Shirt trägt, ist nicht so gemeint. War noch was? Ja. Außerdem kommt in diesem Text der Begriff Panda-Babys vor. Und wenn er den hört, fände ich es super, wenn er alle Ohr sagen würde. Nicht jetzt. Na klar, ja. Und dann kommt auch noch der Begriff YOLO-Swagger in diesem Text vor. Ich wusste nicht so genau, was das jetzt genau ist. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das in den Text. Oh, aber zuvor, bevor ich diesen Text mache, noch ein Gedicht. Ein Gedicht, inspiriert von zwei Menschen, die in Berlin hinter mir im Bus saßen. Und dieses Gedicht heißt Ausgehender Winter. Typ 1. Krass. Der Schnee ist weg, Mann. Typ 2. Der Schneemann. Welcher Schneemann? Typ 1. Ja, Mann, der Schneemann. Typ 2. Krass, Mann, der Schneemann. Dankeschön. Jetzt aber zu dem angekündigten Text für euch. Und ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Text nenne. Und ich bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, dieser Text. Sorry, aber in diesem Text wird sich nicht entschuldigt. In diesem Text ist auch nicht plötzlich der Akku leer. In diesem Text kommt auch niemand zu spät, auch nicht die Deutsche Bahn. In diesem Text kommt auch nicht gefällt mir vor. In diesem Text ist übrigens niemand total betroffen, weil in diesem Text wird auch nicht gedisst. In diesem Text beißt niemand in irgendein scheiß Beefy. In diesem Text isst niemand Fleisch. Übrigens isst auch niemand Vegetarier. In diesem Text wird auch nicht mal geroffelt oder gelollt und omk. Kommt auch nicht vor. In diesem Text gibt es keinen einzigen YOLO-Swagger, was immer das auch sein macht. Es kommt in diesem Text nicht vor. In diesem Text gibt es noch nicht einmal das neueste, krasseste Musikfestival. In diesem Text wird auch nichts ausgeheckt, auch nicht auf dem Parkdeck. Niemand sagt in diesem Text, weißt du was, du bist ein Bitch. In diesem Text macht auch Gentrifizierung keinen Sinn. Allerdings macht es auch nicht plötzlich Bäm. In diesem Text gibt es auch keine Liebeslyrik. Und auch keine Panda-Babys. Oh. Vergesst es, sie kommen in diesem Text nicht vor. Auch nicht so Troll, so voll tapsig und niedlich. Kommen in diesem Text nicht vor. In diesem Text wird auch nicht prokrastiniert, du Opfer. Es wird noch nicht mal... Stimmt, hätte ich fast vergessen. Es gibt auch noch niemals Hipster, du Opfer. Und niemand eröffnet jetzt gleich in diesem Text einen neuen Blog, du Opfer. In diesem Text gibt es keinen, was mir so richtig auf den Sack geht, Kack. In diesem Text gibt es noch niemals einen sozialkritischen Hintergrund, selbst das Wetter spielt keine Rolle. In diesem Text sagt auch niemand, weißt du was, du bist eine bildungsferne Kreckhure, bist du. Niemand sagt in diesem Text, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Ja, in diesem Text geht es nicht um die inneren Werte. Dieser Text ist noch nicht mal retro oder vintage. In diesem Text kann man noch nicht ständig shoppen gehen. Und was ist eigentlich mit Breaking Bad und Narcos und Fargo und Game of Thrones? Kommt nicht vor. Man kann in diesem Text noch nicht einmal von Vampiren gebissen werden. Und niemand sagt, weißt du was, das ist aber eigentlich schade. In diesem Text trägt niemand ein Hollister-T-Shirt und auf Gender Studies wurde einfach mal verzichtet. In diesem Text gibt es keinen einzigen Menschen, der irgendwas mit Medien macht. In diesem Text geht doch niemand eine Pizza holen. Und wenn du schon eine Pizza holen gehst, frag doch mal, ob die auch Clubmate haben. In diesem Text gibt es keinen einzigen mit Migrantenhintergrund. Es gibt auch kein kreatives Chaos und es gibt auch niemanden, der sagt, obwohl. Into your face und voll auf die Fresse in diesem Text, vergiss es. Dieser Text hat auch keine Kapitalismuskritik und nein, man kann diesen Text nicht als MP3 downloaden. Es gibt auch keine Urheberrechtsverletzungen in diesem Text oder Schreibblockaden oder irgendwelche Banken, die gerettet werden. Es kommt in diesem Text nicht vor. In diesem Text, kann es denn sein, dass dieser Text überhaupt nicht politisch korrekt ist?
In diesem Text ist nämlich niemand zu jung oder zu alt. Dieser Text ist auch nicht barrierefrei. Diesen Text ist nämlich nicht zu peinlich und diesen Text ist auch nicht zu krass. Diesen Text wird auch nicht gebounced. Es wird überhaupt nicht gefeiert in diesem Text. Dieser Text kennt auch keinen Wackness-Faktor. Es wird auch nicht getwittert in diesem Text. Und nein, es gibt auch niemanden, der sagt, hey, das war jetzt aber nicht so gemeint, oder? In diesem Text hat niemand Depressionen und auf Tierschützer wurde einfach mal verzichtet. In diesem Text sagt niemand, nice. Denn in diesem Text wird auch kein Schnaps getrunken. Ja, in diesem Text ist niemand breit, auch nicht deine Mutter. Dankeschön.